Die nächste Steam Next Fest Demo, Myriads Renaissance, gucken wir uns an. Ich bin gespannt, die Musik ist schon mal ganz lustig. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und diese Demo gibt uns 60 Runden Zeit, uns das hier anzugucken. Also wir wissen jetzt schon, es ist rundenbasiert. Ich passe gleich den Ton an, die Lautstärke. Settings, ja, V-Sync, nee. Ich mag immer Spiele, die eine Master-Volume haben. Das ist immer super. Das war mal ein bisschen leiser. Ja, also man kann hier offensichtlich mit Luftschiffen hantieren, aber auch irgendwie mit normalen Schiffen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur so grob die... Immer noch so laut, warte mal. So. New. Wir fangen einfach mal an mit New. Rundenbasierte Spiele mag ich. Your Faction Name. Wir sind die Fox Faction. Haben wir irgendwas? Ein Hund. Nee. Kein Fuchs. Warum nicht? Work in Progress. Mehr Füchse, bitte. Also das sieht noch sehr in einem sehr frühen Stadium aus hier, ne? Was wir hier gerade haben, dieses Menü und so. Ja, was weiß ich, dann nehmen wir den hier, komm. Passt zwar nicht, aber egal. Könnte auch schon als Going Medieval durchgehen, ne? Die Musik. So, Fox Faction. We were Fox Faction, a powerful and proud empire. Our greatness was only tainted by Chain, our arch enemy. We were splitting the world into two. The borders were moving. Ja, danke. Okay, wenn ich so langsam lese, dann lese den Text selbst. Es geht ja eh gleich weiter. Also irgendwie wurde die Welt zerrissen und die schwebenden Inseln hängen mit Ketten zusammen. Das sieht man im Hintergrund, ne? So. Okay, diese neue World, die müssen die Fox Faction rebuilden, neu aufbauen. Aber Scout House, the Chain, that's the same. Okay, also gibt eine Gegenfraktion. We won't let them do. Rebuild the Fox Faction in the ashes. Remains of Chain. Ich bin gespannt. So, in Mermaid's Resistance, you play the role of a faction leader. You and your people live in the middle of the mermaids. Nee, Myriads. Komm ich auf Mermaids? I guess it's Myriads. Of floating islands and the only remains of a broken world. Your aim is to make use of what you is left to build a new kingdom. And that's... could rule. The power lies in the capital island. It's the heart of your rising kingdom. If it's destroyed, you will be defeated. Also, okay. Klingt erstmal irgendwie logisch. Wir haben also so ein Capital Island. First goal is to establish a capital island. To do so, you will have a guaranteed island population to grow. Also wir müssen erstmal gucken, dass wir irgendwie eine Zivilisation lebend aufbauen. Okay, the shards are wetlands. Forests and Mountains. Die geben Produktion, die geben Essen und die geben Geld. The market is the center of your capital island. The city will grow from its location. Okay. Sieht witzig aus. Your first task is will to place your marker. Careful, once be placed, not be able to move it. Your market. Okay, also sie haben ja gerade gesagt, wir sollen den Market wahrscheinlich hier auf sowas bauen. Also machen wir das dann. So, the market harvests the surroundings, helping your citizens to settle. What is proposed is produce a small amount of food, production and gold each turn. Open the quest menu. Okay. Build a farm. Build a farm on your capital island. Farm produce food and will help the population to grow. Okay. Build a farm. First navigate to the construction menu da unten. Dann müssen wir Population Building und dann die Farm. So, wo darf ich das jetzt hinsetzen? Ah, da oben, ne? Ja, stimmt, die da oben geben nur Food. Könnten wir auch hier reinsetzen, aber wir machen es hier.
Ja, es wird ja noch garantiert auch auf Deutsch kommen, das Spiel hier, ne? Raum der Seele. End your turn. As shown by the population panel, the farm will be end in two turns. Oder will be finished in two turns, so. There is nothing more to do in this turn. And, ja, super. Da klauen sie mir schon von meinen 60 Runden eine weg. Nee, ist okay. Turn 2. Open the quest menu. Haben wir was Neues gekriegt? Loot a lost secret using one of your galleon. Loot a lost secret to get science. Okay, toggle the map view. Ah. Okay. Okay, okay, okay. This is the world map. Your ships travel into it made of was archipelagos of floating islands connecting with other by straits. The camera is now focused on the okay. Okay, also wo sind wir denn? Das sind wir nicht. Nee. Das auch nicht. Wo sind wir denn? This is your galleon. Battles are resolved automatically, okay. Also, diese Präsentation hier wirkt für mich aber jetzt schon sehr ernüchternd. Also, ich will jetzt nicht sagen, es sieht aus wie ein schlechtes Browser-Game, da tue ich dem Spiel Unrecht. Aber wir sind ja in Version 0.7.2 als Demo. Das ist nicht mehr so weit entfernt von 1.0, ne? Also ich glaube, da tut sich nicht mehr viel. Zumindest was das hier angeht. Weiß ich nicht, ob mir das nicht ein bisschen... Also bei den Menüs und so... Ja, alles ein bisschen mittelalterlich angehaucht, aber trotzdem die Präsentation... Ja, so 1990 ruft an und will sein UI zurück, ne? Also... Das ist eine gute Frage. End your turn. Also die nächste Runde sollen wir jetzt automatisch beenden. Jetzt ist es aber die Farm fertig, ne? Okay, wir sind wieder automatisch hier reingezoomt worden. Open the population panel. Ja, also hier diese ganze Präsentation hier auf dieser Seite, das ist ja, sagen wir 1998 Mojito. Ist okay. Ist okay. Ja. Also auch hier das hier, das ist um das Spiel zu programmieren und zu gucken, dass die Mechaniken funktionieren, ist das ein schönes Alpha UI oder so. Das ist, damit kann ich leben. Aber wenn das so fertig rauskommt, sag ich, dann ist mir diese Präsentation einfach zu... Ja. Zu einfach, zu billig, zu... Zu langweilig. Ne? So, klick doch nicht, Mojito, klick doch nicht, dass du Übertragungen ansehen willst. Das wird erstens unten angezeigt im Stream. Und zweitens mal, du guckst mir doch eh schon zu. Also, warum geht das jetzt nicht weg? Hör auf damit. Warum habe ich das jetzt da unten eingeblendet? Verklickt. Ja, aber ich kann es nicht wegklicken. Jetzt habe ich das da unten im Bild. Das ist aber jetzt ein Steam-Problem. Das hat nichts mit der Demo zu tun. Wartet mal, ich mache mal kurz das hier weg. So. Übertragung ist deaktiviert. Generell. Also ich brauche keine Übertragung über Steam, wenn ich eh streame. Die Leute wissen, dass die mich kennen. So, new citizens need a free house spot. Also, es ist sehr komplex, aber die Präsentation holt mich nicht ab. Ja. Gut, jetzt tutorialmäßig kriegst du auch noch immer alles ausgegraut und immer nur das angezeigt, wo du hinklicken sollst. Das ist alles okay. Build a sawmill on the Capital Island. Okay, das haben wir jetzt. Also, ja, ich weiß nicht. Also auch hier irgendwie. Guckt euch diese eckigen Gebäude an und so. Ja. Hallo Hannibal, schön, dass du reinschaust. Ja, ich weiß, Alt F4 und der Desktop gehört dir, aber... Ich weiß nicht, also auch hier dieses Luftschiff da. Das sieht... Also das ist vielleicht ein schönes Projekt für so ein paar... Studenten, aber das ist für mich, weiß nicht. Also holt mich zumindest jetzt erstmal nicht ab. Wir investieren noch 5 Minuten oder so.
Aber ich möchte dem Spiel auf jeden Fall nicht Unrecht tun. Und jetzt hier noch die Sawmill hin. We are ready to end this turn. In 2 Runden dauert das. Jetzt ist der Kampf fertig. Wir haben natürlich gewonnen. Also auch, dass der Kampf automatisch passiert. So, ja, und auch hier so diese Ansicht und so. So, your first find ended in victory and you have collected the first science. However, the regiments on board of your galleon were damaged. They're not ready for another fight. You should first heal them. Okay, wie kann ich die heilen? Open the research tree and unlock the... Ich muss es also erst erforschen. Okay. Ich weiß nicht, ob dieses extrem mittelalterlich gehaltene Interface dem Spiel gut tut. Weil einerseits soll es so in die Richtung mittelalterlich gehen und die Welt ist zersplittet und wir leben nur noch auf schwebenden Inseln. Das finde ich ganz cool. Aber ich glaube, so ein klein bisschen moderneren Touch hätte dem Spiel gut getan. Weil das hier sieht jetzt wieder modern aus, in Anführungszeichen, ne? Hier, das hier in der Mitte und so. Aber der Rest, es beißt sich so ein bisschen, finde ich. Don't forget it to use the new... Ja, aber... Next Wave, wir werden also angegriffen, oder was? Okay. Da gibt es zumindest mal einen weiteren Hund. Also jetzt auch schon wieder. Du kannst deine Runde beenden. Es gibt nichts mehr zu tun. Weiß ich nicht. Erklär mir doch noch mal ein bisschen was, liebes Spiel. Careful causes greater land to capital island. Ach so. Okay. Und jetzt, was soll ich tun? Haben wir getan. To its destination, oder wollen die, dass wir da runterfahren? Keine Ahnung. Kann ich die angreifen? Fight. Ach Leute, also ich würde dieses Spiel gerne mögen. Ich würde es wirklich gerne mögen, weil es hat, finde ich, einen ganz interessanten Aspekt, was das hier aufgreift. Ja. Es ist echt, es ist von der Grundmechanik und von dem Gedanken dahinter. Es ist echt nicht verkehrt. Aber die Präsentation, die Animationen, das sieht für mich halt, wenn ich jetzt Schülerprojekt sage, klingt, ist es im Spiel auch, tut es dem Spiel auch vollkommen unrecht, ja. Ist dann wahrscheinlich doch eher ein frühes Studentenprojekt als ein Schülerprojekt, aber ich sage euch ganz ehrlich, hier ist mehr drin. Da muss man halt noch ein bisschen mehr in das Interface, aber auch in diese Präsentation hier geben, wie das hier aufgebaut ist. Du holst mich nicht ab. Ja. Du holst mich echt nicht ab. Und vielleicht tut es hier noch was. Ja, ich meine, das ist jetzt die 0.7.2 Demo. Vielleicht wird es noch besser. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Wer Bock hat, das auszuprobieren, das Steam Next Fest geht von 3. bis 10. Oktober 2022. Das heißt, wer Bock hat, ladet euch die Demo selbst runter. Probiert's aus. Meins war es jetzt nicht in dem Moment. Vielleicht, wenn sich nochmal viel tun würde, würde ich mir vielleicht das nochmal zu Gemüte führen. Aber so würde ich erstmal sagen, eher unwahrscheinlich. Deswegen im Stream bleibt dabei, es geht weiter, die nächste Demo kommt. Aber hier für dieses Spiel ist an dieser Stelle hier Schluss. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.